Ich begrüße Sie, liebe Freunde. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie eine Festplatte, ein USB-Laufwerk oder eine SD-Karte in Partitionen unter Windows und mit Hilfe von Software von Drittanbietern partitionieren und warum dies möglicherweise erforderlich ist. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Benutzer stoßen häufig auf eine Situation, in der der Computer nur über eine lokale Festplatte verfügt. Dies kann zu bestimmten Unannehmlichkeiten und Schwierigkeiten führen. Wenn Sie beispielsweise das Betriebssystem beschädigen oder neu installieren, können Sie wichtige Daten verloren gehen. In diesem Zweck wird empfohlen, eine solche Festplatte in zwei oder mehr Partitionen zu unterteilen. Belassen Sie einen Abschnitt für das System selbst und speichern Sie Daten auf dem zweiten. In diesem Fall werden beim erneuten Installieren des Systems nach einer Beschädigung wichtige Daten gespeichert. Also, was müssen Sie tun, bevor Sie die Festplatte teilen? Wenn Sie es in mehr als vier Partitionen aufteilen möchten, müssen Sie zuerst herausfinden, welche Speichermethode von Ihrem MBR oder GPT-Datenträger verwendet wird. Weil Sie mit MBR nicht mehr als vier Partitionen erstellen können, die GTB-Anzahl der Partitionen jedoch nicht durch den Standard begrenzt ist und vom Betriebssystem abhängt. Sie können bestimmen, wie Daten gespeichert werden, indem Sie in einem unserer Videos nachsehen. Der Link findet sich in der Beschreibung. Und um die Festplatte zu teilen, müssen Sie die Festplattenverwaltung gehen, mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung dieser Computer klicken und Verwaltung im Pop-up-Menü auswählen. Wenn Sie das Symbol dieser Computer nicht auf Ihrem Desktop haben, können Sie sehen, wie Sie es in unserem anderen Video hinzufügen. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Oder im Explorer-Fenster durchklicken auf die Registerkarte Computerverwaltung, dann öffnet sich das Fenster Computerverwaltung. Wählen Sie auf der linken Seite des Bildschirms den Abschnitt Datenträger verwalten. Sie können die Datenträgerverwaltung auch starten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Startmenü klicken und hier Datenträgerverwaltung auswählen. In dem sich öffnenden Fenster sehen Sie eine Liste aller Festplatten und aller verfügbaren Partitionen. Wie Sie sehen, habe ich eine Systemfestplatte, die ich durch zwei teilen möchte. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste drauf und wählen Sie Volume verkleinern. Das System führt eine Überprüfung durch, um den verfügbaren Verkleinerungsort zu ermitteln. Dann öffnet sich ein Fenster mit Informationen zu seiner Größe und hier können Sie die Größe der zukünftigen Festplatte auswählen. Wenn Sie beispielsweise eine 1 TB Festplatte mit 800 GB Speicher haben, können Sie keine Partitionen mit jeweils 500 GB erstellen. Der Windows-Datenträgerverwaltungsdienst kann das Volume nicht über den Speicherort von nicht verschobenen Dateien hinaus verkleinern. Wie Sie sehen, kann ich daher die Größe des zukünftigen Volumes nicht mehr erhöhen, als vom System festgelegt. Wenn Sie mehr angeben, ist die Schaltfläche Verkleinern inaktiv.
Es ist natürlich besser, wenn Sie keine gespeicherten Dateien auf der Festplatte haben. Obwohl dies immer der Fall ist, wie in meinem Fall, muss ich die Systemfestplatte aufteilen und auf der sich Daten befinden. Klicken Sie dazu zum Starten des Vorgangs auf die Schaltfläche Verkleinern. Nachdem die Partition auf der Festplatte mit einem nicht zugewiesenen Bereich angezeigt wird, muss diese partitioniert werden. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste drauf und wählen Sie ein einfaches Volume erstellen. Weiter. Weisen Sie der zukünftigen Festplatte einen Buchstaben zu und klicken Sie auf Weiter. Wenn Sie das Dateisystem in die Clustergröße auswählen, die Volumenbezeichnung angeben und den Formattyp auswählen möchten. Klicken Sie auf Weiter und Fertigstellen. Nach Abschluss des Vorgangs wird ein neues Fenster geöffnet. Damit ist das neue Volume erstellt, die Festplattenpartitionierung ist abgeschlossen. Zusätzlich zum System ist eine weitere Festplatte erschienen. Es gibt jedoch auch Situationen, in denen Sie ein USB-Laufwerk oder eine MicroSD-Karte trennen müssen. Sie können jedoch auf bestimmte Schwierigkeiten stoßen. Tatsächlich konnte der Dienst Datenträgerverwaltung bis zum Update Windows 10 Anniversary nicht vollständig zum Erstellen von Partitionen auf USB-Sticks oder SD-Karten verwendet werden. Sie müssen die Befehlszeilenfunktionen verwenden und selbst dann wurde nur ein Abschnitt im Explorer-Fenster angezeigt, da Windows mehrere Partitionen auf USB-Laufwerken und SD-Karten nicht unterstützt. Das Creators Update hat diese beiden Mängel behoben. Jetzt werde ich zeigen, wie ein USB-Laufwerk mit Hilfe des Dienstes Datenträgerverwaltung in Windows 10 aufgeteilt wird. Dieser Vorgang ist der gleiche wie bei einer Festplatte. Legen Sie zuerst die Festplatte in den Computer ein und öffnen Sie dann die Datenträgerverwaltung. Wählen Sie als nächstes das gewünschte Laufwerk aus, um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Es ist besser, alle verfügbaren Informationen zu entfernen und es zu formatieren. Und wenn Sie dort wichtige Daten haben, erstellen Sie eine Sicherungskopie davon auf einer anderen Festplatte, um diese nicht zu verlieren. Als nächstes wählen Sie das Laufwerk Volume verkleinern, legen Sie die Größe der Partitionen fest. Wenn sich Daten auf dem USB-Laufwerk befinden, können Sie keine zweite Partition erstellen, die den freien Bereich überschreitet, wie dies bei der Festplatte der Fall ist. Deshalb ist es besser, sie zuerst zu formatieren und dann auf Verkleinern zu klicken. Nach dem zweiten Abschnitt erscheint mit einem nicht so geordneten Bereich, markieren Sie es, indem wir ein einfaches Volume erstellen. Wir ändern hier nichts, wir weisen einen Laufwerkbuchstaben zu, aber in der Formatierungsphase müssen Sie das NTFS-Dateisystem auswählen und das Kontrollkästchen für die Schnellformatierung deaktivieren. Nach Abschluss des Formatierungsvorgangs sollte der zweite Abschnitt im Explorer angezeigt werden. Die Datenträgerverwaltung ist nicht die einzige Möglichkeit, ein USB-Laufwerk oder eine Festplatte zu partitionieren. Dies kann über die Befehlszeile und den Befehl Diskpack erfolgen. Führen Sie die Befehlszeile im Namen des Administrators aus und geben Sie die Befehle ein. Diskpack, List Volume. Mit diesem Befehl können Sie das freigegebene Laufwerk bestimmen. Weiter. Select Volume und Plattennummer. Sie müssen die Nummer des Volumes angeben, das aufgeteilt werden soll, und dann den Befehl. Shrink Desired, gleich Größe, und geben die Größe der erstellten Festplatte in Megabyte an. Dann den Befehl Create Partition Primary
Das wird die Partition erstellen und danach Format fs gleich ntfs quick Strich. Dieser Befehl formatiert die Festplatte in ntfs und weiter. Assign letter gleich k. Dieser Befehl weist einen Laufwerkbuchstaben zu. Ich weise k zu. Im Explorer wird eine neue Festplatte mit dem zugewiesenen Buchstaben angezeigt. Es ist auch möglich, die Festplatten mit Programmen von Drittanbietern zu teilen. Ich werde dies am Beispiel des RMA Partition Assistant zeigen. Wir starten das Programm, klicken mit der rechten Maustaste auf die richtige Festplatte und wählen die Option Splitten der Partition. Geben Sie die Größe für die zukünftige Festplatte an und klicken Sie auf OK. Jetzt muss noch auf Übernehmen und Weiter geklickt werden. Nach Abschluss wird die Meldung Herzlichen Glückwunsch. Alle Vorgänge erfolgreich abgeschlossen und eine neue Festplatte wird im Explorer angezeigt. Sie können die kostenlose Version von RMA Partition Assistant von der offiziellen Webseite herunterladen. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Wenn die zweite Partition Ihres Laufwerks nach dem Trennen mit einer dieser Methoden nicht im Explorer angezeigt wird, schließen Sie sie erneut an den Computer an und führen Sie den Dienst Datenträgerverwaltung erneut aus. Sie sehen zwei Partitionen in einem USB-Stick. Höchstwahrscheinlich wird der zweite Abschnitt als RAW bezeichnet. Versuchen Sie in diesem Fall es zu formatieren. Nach dem Formatieren sollte es geöffnet werden. Weitere Informationen zum Reparieren einer RAW-Disk finden Sie in einem unserer Videos. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Wie repariert man eine Festplatte und stellt man Daten von einer Festplatte mit RAW-Partitionen wieder her? Und das ist alles. Abonnieren Sie unseren Kanal, stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren. Danke fürs Ansehen. Tschüss.